In diesem Video nehmen wir euch mit in den Utscha Nationalpark und entlang der Küste im Osten Istriens. Aus Opatia in Istrien. Wir haben heute Nacht hier eine Nacht verbracht und fahren heute in den Utscha Nationalpark, bevor es dann für uns an der Küste entlang bis runter nach Pula geht, wo wir dann die nächsten Nächte verbringen werden. Und wir sind schon sehr gespannt auf den Tag und nehmen euch jetzt wieder mit. So, und wir haben jetzt auch schon wieder hier gepackt. Da sieht man alles, unser ganzes Gepäck. Und das bringen wir jetzt gleich runter zum Auto und dann geht's los. Und wir haben heute auch fantastisches Wetter. Der Himmel ist blau. Und es sind ungefähr 19 bis 20 Grad draußen. Also, kannst du losgehen. Eine ziemlich enge Straße schlängelt sich durch den Utscha Nationalpark hoch bis zu seinem höchsten Punkt. Immer wieder hat man tolle Ausblicke auf die Küste und das Meer. Wir sind jetzt im Utscha Nationalpark und haben jetzt hier geparkt an der höchsten Stelle und laufen da jetzt noch ein Stückchen hoch, um hoffentlich einen sehr schönen Ausblick zu haben übers Meer. Und ja, gerade ist es hier noch recht kühl. Mal schauen. Auf dem Vujak, der mit 1400 Metern Höhe die höchste Erhebung des Utscha-Gebirges ist, steht ein kleiner Turm, von dem aus man noch einen 360-Grad-Panorama-View hat, sowohl über die Küste als auch ins Tal, und es ist wirklich atemberaubend schön. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm gerne einen Daumen hoch und lasst auch gerne ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen.
nachdem wir aus dem Utah-Nationalpark wieder rausgefahren sind, geht es für uns entlang der Küstenstraße immer weiter südlich bis Richtung Pula. Dabei kommen wir noch an verschiedenen kleinen Ortschaften vorbei. Wir haben jetzt hier bei dem kleinen Ort Plomin Stopp gemacht und das ist ein ganz kleiner Ort, der sehr ursprünglich noch ist und von hier aus hat man einen Blick aufs Meer und auf dieses Kraftwerk. Ist nicht so schön, aber der Ort selbst ist sehr süß, also ist auf jeden Fall einen kleinen Stopp wert. Wir melden uns aus dem schönen Pula. Wir sind gestern Abend hier angekommen, haben uns noch was zu Abendessen gemacht und dann war der Tag für uns auch schon soweit fertig. Heute haben wir den ersten Tag mit Regen. Wir wollen heute einkaufen gehen und noch die letzten Tage erstmal planen und gucken, was wir so machen können noch hier in der Umgebung. Morgen soll das Wetter auch wieder schöner werden. Und ja, zum Einkaufen nehmen wir euch natürlich wieder mit und dann seid gespannt, in den nächsten Tagen Pula zu sehen. So, dann zeige ich euch mal die Wohnung für die nächsten Nächte. Die ist mitten im Pula. Hier ist so ein kleiner Chillbereich und es wohnt ein Esszimmer. Und hier hinten ist eine große Küche. Hier ist das eine Schlafzimmer. Und wenn man hier durch die Küche geht, kommt man zu einem Gäste-WC. Und hier ist das Badezimmer. Wir haben vorhin komplett vergessen, den Einkauf zu filmen. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, was wir alles gekauft haben. Aufbackbrötchen für die nächsten Tage, ein bisschen Feta, Tomatenmark, Tomatensauce, Pesto, Brot, Schokolade, bisschen Obst und Gemüse. Und hier haben wir noch so eine Hummus-Variation gefunden fürs Frühstück. Genau, das ist so die Ausbeute von heute. Im nächsten Vlog seht ihr dann Pula und die Umgebung.